Ja, hallo, ich nochmal. Ich wollte euch jetzt nur den Unterschied zeigen. Also das untere Gerät, das ist mein neuester Zugang. Das ist der gleiche, bloß dass der eben, wie in meinem ersten Video erwähnt, in der Videobeschreibung von Orange auf Dunkelgrün umlackiert wurde. Und das ist ganz witzig, weil wir hier in Augsburg, aus Ostdeutschland, ich sage jetzt bewusst keinen Betrieb und keinen Ort, die MC600MO Geräte gekauft haben. Und jetzt, als die kleinen Busunternehmen von den Regionalbussen rausgeflogen sind und ihre Linien verloren haben, sind die ostdeutschen Geräte bei uns geblieben. Und derjenige, der wo diese Grünen hatte, dieses Busunternehmen, hat die dann an Ostdeutschland verkauft, wo wir die ihre Endwerte bekommen haben. Beides MC600MO, nur dass die Ostdeutschen autark laufen können und innen noch ein Display und Taster haben, die Augsburger nicht. Und ursprünglich war geplant, dass er sein Gerät von seinem Betrieb zurückbekommt für seine Sammlung. Doch dieses hatte ich mich leider schon, von diesem habe ich mich schon getrennt gehabt, weil es einen schmalen Schlitz hatte. Diese Ostdeutschen haben mittlerweile wieder breite Schlitze wie auch Augsburg. Aber eben das Gerät habe ich schon an eine befreundete Busfahrerin verkauft gehabt, weiterverkauft gehabt, weil die auch Entwerter sammelt und schmale Entwerterschlitze nicht in Augsburg passen für die Fahrkarten, die muss ich dann knicken. Und jetzt hier nur diesen noch zum Vergleich. Selbes Baujahr wie der Orange, wo ich euch meinem vorigen Video vorgestellt habe. Auch das gleiche Typ, wie gesagt, MC600MO. Nur von Orange auf Dunkelgrün umlackiert. Und ich habe ihn zurückgetauscht aus Ostdeutschland gegen einen dunkelblauen Entwerter vom Typ MC692. Hatte auch ein MC600MO zum Tauschen, aber habe ihn aussuchen lassen, damit ich diesen hier auf jeden Fall für meine Sammlung noch bekomme. Er funktioniert genauso wie der Orange und ist auch betriebsfähig, funktionsfähig. Deswegen, da ich das vorhin schon gezeigt habe, in meinem vorigen Video schon gezeigt habe, erspare ich mir das. Ich wollte euch das nur kurz anschneiden, ansprechen. Und jetzt geht's zu meinem Hauptvideo, das ich vorhin angesprochen hatte in meinem vorigen Video. Da zeige ich euch nochmal ganz kurz den MC 600 Stadtentwerter. Und wie gesagt, da bin ich jetzt auf der Suche nach einem Stempelkissen. Aber ich kann euch die vorigen Bilder, also das vorige Kurzfilm, den vorigen Kurzfilm zeige ich euch jetzt noch schnell und tu den im Anschluss dazu schneiden. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Thank you.